Hallihallöle zurückle. So, wir sind immer noch nicht weitergekommen. Ich will die Flasche, das geht nicht. Der will uns nichts geben. Ich habe keine Idee. Nicht so richtig. Können wir hier Nori das Trinken geben? Den Nö. Können wir jetzt hier hin? Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Ach. Und der will uns das nicht sagen, das alte Schweinchen. Hier im Gebirge schreckt so eine Glocke doch meilenweit alle Vögel auf. Aha, vielleicht können wir nochmal. Und? Törichter Großling, einzig einem Zwerg aus der Urlinie Saboralms gebührt es, diese Glocke zu läuten. Was? Du kommst ja da aus dem Loch nicht raus. Ich will jetzt, dass du es mir weit... Warum geht das nicht? Ich habe ein Bartpflegemittel für dich, wenn du mir Informationen... Dein Billige. Ich habe noch... Wir müssen ich lass dich wieder in Frieden. Wir müssen ihn irgendwie ablenken, ne? Irgendwie. Können wir irgendwie Feuer machen oder sowas? Das geht nicht. Aber kann ich... Ich hab eine Idee, Leute. Ich hab eine Idee. Bitte lass das funktionieren. Ja, das geht. Cool. Was? Nein. Bei Angros und allem Bartgetier, mein schönes Jenbacher Bartblau. Wer ist das gewesen? Vielleicht hat dich Angros selbst für deine Eitelkeit bestraft, Herr Zwerg. Was wird mein Bart nur dazu sagen? Der findet das überhaupt nicht gut, der Bart. Oh, ich vergesse manchmal, dass wir diese Fähigkeiten haben. Ey, es tut mir echt auch leid. Das ist so eine... Ich teste jetzt auch gleich nochmal... Das hier, unsere Reparierfähigkeit. Ob wir da irgendwie... Könnten wir das hier? Nee. Das können wir auch nicht reparieren. Das können wir auch nicht machen. Die Glocke ist ja heil. Hier ist alles heil. Da können wir nichts machen. Nuri auch nicht. Hier ist nichts kaputt. Bei Ihnen. Hier geht. Okay. Denn. Zack. Und zack. Kannst du dieses garetische Barthaarmittel gebrauchen? Für ein paar Informationen gehört es dir. Zeig mal her. Garetisch? Bis ich wieder an Ordentliches komme, muss das wohl reichen. Also, was willst du nun wissen? Na, endlich! Wohin genau ist der Forscher gegangen? Er brabbelte was von einer Höhle, nördlich einer großen Ork-Statue, bei einem roten See. Er konnte es gar nicht erwarten, dahin zu kommen. Sein Kobold hatte mir den ganzen Laden durcheinander gebracht. Kobold? Geil, da steht's gleich. Wegbeschreibung erstmal hier. Wann ist der Feenforscher hier durchgekommen? Vor etwa einem Monat muss das gewesen sein. Wollte den Winter in den Blutzinnen verbringen. Ich habe ihn für verrückt erklärt. Sein Kobold hatte nur dreckig gekichert. Kobold? Was macht ein Kobold bei einem Feenforscher? Woher soll ich das wissen? Es war ein ganz unseliger, bösartiger, hemmungsloser, kleiner Kobold. Hässlich und gehässig. Mein Laden stinkt immer noch nach seinem vorlauten Mundwerk. Der mochte den wohl nicht so gern, ne? Wie kommen wir zu dieser Höhle? Erst nach Norden, durch den Schleiereulenwald. Oder besser an der Blutdornsenke vorbei. Ach was, ich zeig's dir auf der Karte. Dann vielen Dank, Herr Zwerg. Ja, wir kommen weiter. Karte. Gab's hier nicht irgendwo eine Karte? Eine Karte? Was willst du? Nochmal gucken. Zeig mir die Karte. Oder was?
Ich lass dich wieder in... So. Jetzt können wir ja nochmal gucken. Nicht nach Wacholderbeeren. So. Zornbold nochmal. Eigentlich müsste er ja reinhauen. Einfach nur so. Herr Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? Okay, der, bei dem geht nichts mehr. Rondra mit euch, Herr Ritter. Und mit dir. Der Zornbold erinnert mich ein bisschen an den Schmied. In dem Anfangsdorf, in der Anfangsstadt. So, kommen wir jetzt weiter? Komm, Nuri. Ja. Wir gehen weiter. Ja. Komm weiter, Rabe. Komm weiter, Rabe. Die Blutzinnen. Das unwegsamste aller Gebirge. Was bei allen 12 Göttern hatte den Feenforscher ausgerechnet hierhin verschlagen? Keine Gefahr gab es, die hier nicht lauerte. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein. In was für ein Land hat der Nuri geführt? Wie süß. Rameshs Klauen nannten die Orks das Gebirge. Und von allen Schwarzpelzen waren hier die schrecklichsten zu Hause. Ihre Gefangenen verschleppen sie in die Höhlen von Orakar und hetzen sie dort zu Tode. So erzählte man sich von den blutrünstigen Solochai. Und der Weg führte geradewegs durch ihr Lager. Oh oh. Ding. Nuri, komm hier in den Schatten. Hier sehen sie uns nicht. Das ist ein ganzes Orklager. Wenn sie uns finden, sind wir tot. Rabe! Los, berichte. Und krähe etwas leiser. Der Rote See ist hinter dem Bergkamm. Aber die Orks sitzen überall. Sie sind hier, um ein Ritual auszuführen. Es dauert Tage, bis sie es beenden und verschwinden. Also kein Roter See? Unsinn. Wir sind nicht tagelang durch die Blutzinnen geklettert, um jetzt umzukehren. Du willst die Fee retten und riskierst ihren Tod. Ich dachte, Nuri könnte dir vertrauen. Aber du handelst genau, wie Gwindling es wollte. Ich... Hab keine Angst, Rabe. Geron weiß schon, was er tut. Stimmt's nicht, Geron? Natürlich. Ich bringe dich heil zum Feenforscher. Das kann alles nicht wahr sein. Die Orks werden uns zerfleischen. Du solltest dich besser beeilen. Usai Orkas, Rosak, Stach, Tairach, Groch, Reut, Hakus, Gor, Isa. Ist das ein Menschenschädel? Na, wundervoll. Ich wollte ganz sicher nie im Gerümpel stinkender Orks wühlen. Und dann hat es nicht mal was gebracht. Hm.
Das Pony zittert unter seiner verfilzten Mähne. Vielleicht können wir dem Pony eine Decke geben. Ponydecke? Nein. Nuri-Decke? Räudige Orks? Kiefer. Oh Mann, ey. So, dann erstmal. Gerümpel. Nuri. Boah, da sind überall Orks. Scheiße. Was haben wir denn hier so? Ich wollte ganz sicher nie. Und dann hat es nicht mal. Okay. Nuri, sie streiten sich darum, wen Tairach als Made zerquetschen wird. Was? Okay. Eine Idee, wie wir an diesen Orks vorbeikommen? Wir kehren um und suchen eine sichere Passage. Nuri. Ich zähle ganz auf dich. Bitte, Nuri, lass uns von hier verschwinden. Keine Angst, Rabe. Ich beschütze dich. Gut. Folgender Vorschlag. Hinterhalt. Verwegener Plan? Nee. Hinterhalt. Hat jemand Gift? Das könnten wir in ihr Essen tun. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich bin auch enttäuscht, Geron. Orks sind doch auch nur Geschöpfe dieser Welt. Nein, ich meinte nur ein... vergesst es. Keine gute Idee. Verwegener Plan? Wir stellen uns den Orks. Vielleicht lassen sie mit sich verhandeln. Mit Orks verhandeln? Du Milchbart! Ich höre auch nur immer Blut von ihnen. Tut mir leid, aber alleine weiß ich nicht weiter. Und deshalb verschwinden wir jetzt. Gib dir keine Schuld, Geron. Vielleicht verraten uns die streitenden Orks dort etwas. Du verstehst, was die Schwarzpelze da reden? Die beiden da mögen sich nicht. Der Dritte lacht immer. Irgendwas Wichtiges, was uns weiterhelfen kann? Warte einen Moment. Es ist eine Geschichte mit sehr vielen Namen. Geschichten helfen uns auch nicht weiter. Sie reden viel von Blut und Eingeweiden. Tauschen Sie Kochrezepte aus? Sie streiten sich darum, wen Tairach als Made zerquetschen wird. Und wer von denen ist Tairach? Das ist ihr Blutgott. Der große Laute ist ungeduldig. Er will endlich das Zeichen von Tairach, sonst tanzt er selbst. Sie warten also auf ein Zeichen. Interessant. Hab keine Angst, Nuri. Ich beschütze dich. Ich vermisse meinen Wald und das Leben dort. Bald sind wir beim Feenforscher. Dann wird alles gut. Das klingt so schön. Ich muss nur noch diese Orks vertreiben. Du hast ja noch mich, Nuri. Ach, ich mach das schon. Alles wird gut. So. Reikagroch. Zerbroch. Horkastrotzeirach. Das können wir nicht machen, oder? Ich komme nicht ran. Außerdem würden mich die Orks entdecken. Nochmal mit den Raben reden. Oh, ich weiß gerade auch nicht so richtig. Ne? Sag mal. Oh, versöhnen. Ja, auf jeden. Tut mir leid, dass ich wieder so schroff zu dir war. Ich weiß, du meinst es gut mit deinen Warnungen. Aber wir müssen zu diesem Gelehrten am Roten See. Entschuldigung angenommen. Cool. Willst du nicht auch noch etwas sagen? Ja. Ja? Mach unsere Lage bloß nicht noch schlimmer. Siehst du dort den Kieferknochen am Pfahl? Und? Du musst ihn für mich holen. Wieso ich? Du bist ein Vogel. Flatter, flatter. Ich bin doch keine Aaskrähe. Bitte. Bitte.
Nein. Bitte, bitte. Ich kenne dieses Spiel. Es endet mit 1000 Bitte, bitte, bitte. Und meine Antwort? Nein. Für Nuri? Na gut. Doch. Ganz schön coole Gespräche manchmal untereinander. Prokor Harkulza. Korka Harkulza. Groch Jurahil. Nag Taira. Taika Jorn Barak Baruk Sparas. Tor Aikar Brazorak. Zuschjar Dorek Taira. Borokamirik. Der Rabe hat die Orks kaum interessiert. So, dann probieren wir doch mal kurz hier das und geht das? Oh, ich hab gedacht, das geht. Warte mal, denn da haben sie nichts. Ach doch, ich kann doch probieren, das. Mann, bleib hier. Komm wieder her. Aha. Jetzt klingt er laut und hohl, wenn man gegen die Schädeldecke klopft. Können wir es jetzt zusammenfügen? Geht auch nicht. Das geht auch nicht. Dann muss ich mal kurz gucken. Ach was. Ach, das habe ich nicht gesehen. Ich befreie dich mal davon. Futterbeutel. Essen haben wir nicht drin. Kann man sowas zusammen? Kann man das zusammen? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach, was ist da denn? Der Felsen färbt ab. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Solange die Orks da hocken. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Schritt achten. Oder wir sind die Nächsten, die dort putzen. Wir müssen auf... Oder wir sind... Ja. Ich weiß gerade nicht, wie ich komme. Hier ist sowieso Wasser. Taika Jorn Barak Baruk Saras Tor Aikar Brazorak. Die Orks wissen zum Glück nicht, was man aus Holz alles machen kann. Ah, warte mal. So. Ich weiß selber nicht, was man alles aus Holz machen kann. Das bringt ja auch nichts, ne? Das bringt auch nichts, das bringt auch nichts. Nein. Da auch nicht. Ach Mann, ich weiß jetzt gerade nicht. Tairach Harkuk Rochsir Koimork. Manu. Das geht alles nicht. Dem Tier möchte ich nicht lebendig begegnen. Ach, können wir vielleicht...
Angrosch. Nicht sehr schlau. Befragen. Sag mal. Ja. Naja, warte mal kurz. Ach, nichts. Ach, nichts. Genau, ich bin jetzt hier nochmal zurückgegangen, weil ich muss einen Stopp machen. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt sind wir ja schon wieder ein ganzes Stückchen weitergekommen hier erstmal. Ne? Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.